Hallo, ich bin's nochmal zum Thema Navigation. Im letzten Video hat das mit der Navigation ja nicht so gut funktioniert und da wurde ich darauf hingewiesen, dass man in den Einstellungen der jeweiligen App, die man nutzt, also zum Beispiel hier Mountainbiken, kann man hier die mittlere linke Taste festhalten, dann kommt man in die Einstellungen von Mountainbiken und hier kann man dann zum Beispiel die Trainingszeiten etc. festlegen. Unter anderem kann man dann hier auch unter Routing einstellen, ob man hier unter Strecken die Karte verwenden möchte oder der Strecke folgen möchte. Bei meinem Test von vor ein paar Tagen habe ich Strecke folgen verwendet und ich wurde darauf hingewiesen, dass es auch Karte verwenden gibt. Also habe ich Karte verwenden eingestellt und eine kurze Strecke hier im Ort ausprobiert. Natürlich bin ich absichtlich falsch gefahren und die Strecke, die ich dann falsch gefahren bin, hätte auch zum Ziel geführt, aber die Uhr war stur darauf bedacht, mich wieder zurück auf die Route zu bringen und zwar dahin, wo ich die Route verlassen habe. Also die Uhr möchte dann halt trotzdem, dass ich weiter der Route folge. Es wird also weiterhin keine Alternative angeboten. Aber wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, er sagt, ich soll jetzt hier rechts fahren. Ich fahre absichtlich links. So, das ist jetzt neu. Bitte wenden, sagt er jetzt. Mal sehen, wann er merkt, dass er über diese Strecke auch zum Ziel kommt. Ich glaube, er hat die Route diesmal wirklich angepasst. Das wäre natürlich cool. Jo, er hat die Route angepasst. Das ist klasse. Nee, jetzt sagt er wieder, bitte wenden. Ich halte hier mal kurz an. Also noch da vorne, das Blaue ist die Route. Er will mich wieder zurück auf die Route bringen, und zwar dorthin, wo ich von der Route abgewichen bin. Das ist natürlich doof. Er soll ja einfach nur eine Alternative berechnen. Ich fahre jetzt mal in Richtung Ziel, welches ich gesetzt habe. Mal schauen, was er dazu sagt. So, muss ich hier mal eben anhalten. Mal gucken, der soll auch mal Karte einblenden. Also ich kann das Ziel jetzt schon sehen. Aber er beharrt darauf, dass ich wenden soll. Also er möchte wirklich ganz stur, dass ich der Route folge. Ich bin jetzt falsch gefahren, absichtlich, weil zum Beispiel die Route versperrt ist, aus irgendwelchen Gründen. Da kann ja, wenn man unterwegs ist, im Wald mal ein Baum liegen oder so. Und er akzeptiert das halt nicht, wenn ich falsch fahre. Er bleibt beinhart bei seiner Version, dass ich
der zurück zur Route soll, obwohl ich jetzt schon beim Ziel bin. Ja, das hat er jetzt festgestellt, dass ich das Ziel erreicht habe. So, das Ziel habe ich aber erreicht, weil ich selber dahin gefahren bin und nicht, weil Garmel mich dorthin gebracht hat. Also das hat auch nicht funktioniert.